Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer hoffentlich wunderbaren Folge. War ja gestern nicht da, gestern war Mittwoch. Nun gut, ein Kollege hat einen i934 vorgeladen. Der geht hoch nach Sembach bei den Amis und dann komme ich wieder hierher auf den Hof. Lad in der Werkstatt den i946 und der geht nach Mutterstadt wieder raus und der Bagger von dort geht dann wieder mit nach Hause. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich und dann bis gleich. Kurz vor 10 wollen wir wieder in Mutterstadt die Baustelle rein. Der ging dann doch nicht nach Hause, er ging nach Kaiserslautern ans ehemalige Pfaffareal. Thank you.
Oh, mittlerweile waren wir in Pirmasens oben, haben unseren KMC wieder geladen. Der blieb in Pirmasens, aber es wurde extrem bescheiden. Also gut. Was ich jetzt mache, weiß ich noch nicht. Das weiß ich öfters nicht. Ob wir da reinfahren können oder nicht. Ist ja wieder alles hervorragend geplant. Fahren jetzt einfach mal hin und wenn es nicht geht, fahren wir wieder weg. So. So, ich muss jetzt hier rein irgendwie. Gucken, dass ich mit dem Arsch von der Straße komme. Einzig mögliche Zufahrt. Einzig mögliche Zufahrt. Fertig. Hatte ich noch ein Stück zurück? Geht so. Sieht ja. So gut aus. Ups. Es ist Wahnsinn. So. Diese scheint wenigstens zu halten. Mal gucken, wo ich hier lang fahre. Jetzt geht's nicht mehr an. Mach mal mit denen, dann halt es mir nicht.
Rückblick heute. Ich fahre noch mal nach Kaiserslautern in die Werkstatt. Gucke noch mal schnell drüber. Wenn sie das machen können, machen sie es gleich. Und wenn nicht, so, guten Morgen, willkommen zurück. Wir haben Freitag. Ja, gestern Abend war ich ja noch in der Werkstatt. Fehler wurde behoben, bis ich Enkelbach an der Ausfahrt war. Der Fehler wieder da. Leistung. Naja, wir fahren einen Mercedes. Spaß. Die volle Leistung bringt er halt natürlich nicht. Ich sattel jetzt ab, dann fahre ich noch mal in die Werkstatt. Wie lange das dauert? Keine Ahnung. So, ist jetzt gleich halb elf. Ich bin wieder am Rollen. Bisher geht's Fahrzeug. Ich denke, das wird auch so bleiben. Ich bin schon bei mir wieder in der Halle. Ich hänge jetzt den Dreiechser drauf. Und dann fahre ich nach Landstuhl, lade einen Bagger und der geht nach Trier in eine Lackiererei. So viel mal dazu. Ich denke, das wird mein Tagwerk sein heute. Ist ja schon 11 Uhr. Schauen wir mal. Achsen, okay, so lang den Pfeil nach unten bis Achszahl 4, 7, okay, und steht auf 7 Achsen. Attacke. Gut, fahren wir mal nach Landstuhl, laden einen R914 und dann geht's ab nach Trier. Schlüsseln. I can see the sky.
Buggy hier. Oh, ist kalt raus. Ich könnte meinen, es gibt Schnee hier. Das Gute ist, Gummiketten. Dann kannst du den Dreher ganz auf der Straße abladen. Da ist das Abladen immer ein bisschen verzwickt. Da ist zwar Schotterparkplatz vorne dran. Meistens steht da irgendein Gerödel drauf. Und du musst ja wirklich recht blöde da drauf fahren. Aber wie gesagt, Gummiketten. Alles kein Problem. So kurz vor 2:30 bin ich in meiner Zielstraße. Hier vorne kommt gleich die Lackiererei. Mal fragen, wo man den Bagger abladen. Geht davon aus, rechts rum. Dann laden wir meistens ab. Oh, hier stehen jede Menge Fahrzeuge. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich muss hier kurz rum. Danke. So. Da vorne steht man normalerweise. Hier stehen schon wieder jede Menge Fahrzeuge. Mal gucken. Latsch mal schnell vor ins Büro. Gang ausmachen, geht's auch vorwärts. Also hier vor das blaue Tor, links von mir, da stelle ich das Gerät an. Anne das Gerät, alles gut. Ich gehe schnell abladen. Auch mal reichen. Muss ja nicht immer 19 Uhr werden. Ja, diese Woche.
Woche war nicht viel mit Fahren. Einen Tag zu Hause. Gestern Nachmittag in der Werkstatt, heute den halben Tag in der Werkstatt. Heimat. Ich gehe stark davon aus, dass für mich dann Wochenende ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder mal etwas Spaß gemacht, obwohl wenig zu fahren war. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ein Like oder ein Abo, wie immer, würde ich mich sehr freuen. Wer will, darf das gerne da lassen. Wer nicht will, gar kein Problem. Und ich roll jetzt nach Hause. Macht's gut, haut rein.